Hi Leute und willkommen zurück zu Age of Empires 2. So, ja, wir fangen einfach an. Ich weiß nicht, wo er hin will, aber das wird ihm scheinbar nicht gelingen. Kann ich mal das verziehen, damit er natürlich da ankommt. Wie geht da hin? So. Wir sollen jetzt noch mit den Schiffen. Ich weiß nicht, was ich damit soll. Aber mit den Schiffen sollen wir jetzt noch die Häfen zerstören. Einmal sammeln. Ich weiß nicht, ob wir jetzt direkt gewonnen haben oder nicht. Was hier noch passiert, aber... ja, ich denke, wir haben dann gewonnen. Oh, hier fehlen Animationen. Vom Feuer. Naja, gut. Hauptsache, sie tun was. So, und hier hinten haben wir... Noch mehr eine. Oh, das ist eine fette Werft. Wobei es eigentlich nur ein Handelsmarkt ist auf irgendwelchen Dingern, aber egal. So, zwei normannische Werften. Jetzt greifen die Byzantiner unsere Schiffswerften an. Verteidigt sie um jeden Preis! Ich wollte die jetzt noch verteidigen. Das Ding ist schon mal Schrott. Okay, das war doch nur eine Werft. Dann müssen wir das jetzt noch vernichten und dann haben wir hoffentlich die Mission endlich geschafft. Oh, wow. So, von Feindlichen Mönchen, bekehrt Einheiten. Nee. Wobei, komm, das Gold haben wir. So, Team 2, Team 1. Und Team 3. So, Schiffchen. Sind hier wenigstens Menschen drin? Nö. Wozu habe ich die? Okay, ich hoffe, dass es reichen wird mit denen. Sonst haben wir irgendwie ein Problem. So. Süße kleine Schiffchen, muss man ja sagen. Oh, da kommt noch mehr. Oh, da. Das machen wir natürlich weg. So, brennt das weg, brennt das weg. Danke. Und jetzt das da und dann haben wir, glaube ich, gewonnen. Alter, das ist die krasseste Mission, die wir bisher hatten. Aufgrund der Länge und Auftragsmenge und verteidige mal die ganze Zeit die Stadt und dann greife die ganzen Dinger an und zerstöre den Turm und mach dies und hier hast du übrigens noch kein Geld und ja, ja, passt schon. Wow. Und übrigens, der muss auch noch überleben. Ah, was für eine Mission, ey. Hammerhart. Sie haben sie echt alles reingeschmissen in diese Mission. Ich greife erstmal das da an. War das, glaube ich, nicht das richtige Gebäude ist? Keine Ahnung. Genau, das ist nicht das richtige. So, die letzte Werft. Das war's. Gute Arbeit, Hauptmann Nautikos. Oh, das war doch das richtige. Eures Vaters wahrlich alle Ehre. Tut, was ich sage und tut es geschwind. Segelt gen Osten nach Byzanz und berichtet dem Kaiser von unserem Kummer. Kummer kann man das wirklich nennen? Wir haben gewonnen, oder? Haben wir gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Boah, was für eine Mission. Okay. Karte verlassen, natürlich. Die Morgensonne schien auf die Ufer der Ägäis. Ich sprach mit einem Müller, als ich laute Rufe vom Hafen vernahm. Als ich zum Kai rannte, erkannte ich mehrere Barenser, die einem ramponierten Boot entstiegen. Ihre Kunde war ernüchternd. Bari befand sich in normannischer Hand und mein Vater war mit der Stadt gefallen. Ich dachte an seine letzten Worte, doch ich glaube nicht, dass ich seine Rüstung je wieder anlegen werde. Wie mein Vorfahr Panos habe ich mehr als genug Kämpfe gesehen.
Ich gedenke, das Reich von Thessalien bis Anatolien zu durchreisen und zu arbeiten, wo immer ich etwas finde. Mit etwas Glück verdiene ich genug, um mir ein Haus auf dem Land zu kaufen und Weinberge zu bestellen. Wenn ich diese Geschichte eines Tages meinen Kindern und Enkeln erzähle, werde ich sie womöglich damit abschließen können, dass wir endlich Frieden gefunden haben. Na, das hoffen wir doch mal. So, Militär waren wir mit Abstand, der Stärkste und ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Wirtschaft nicht ganz so, aber boah, konnten wir auch nicht, ne? Der hat ja auf jeden Fall mehr gemacht. Allein durch die ganzen Menschen, die er hatte, die wir ja nicht hatten. So, zurück. Sogar Kampagnenkarte. Schön. War eine fordernde Mission, muss man sagen. Gerade die letzte ist schon nicht schlecht gewesen. So, damit haben wir auch das fertig. Jetzt fehlt nur noch der hier. The Last Khans Kampagne. Das ist nicht übersetzt. The Last Khans. Okay. Ah, ist wirklich auf Englisch. Ah. Zumindest die Überschrift. Okay, machen wir Kotjan Khan. Erhebt die Banner. Wie Heuschrecken tauchte die mongolische Horde aus dem Osten auf. Angeführt von einem Irren namens Genghis Khan. Oh, der ist mächtig. Als wir die ersten Gerüchte über die heranrückende Horde hörten, dachten wir, die Mongolen wären bloß eine Räuberbande, nichts Ungewöhnliches in der Steppe. Doch als Späher aus dem Osten berichteten, die Mongolen hätten das persische Reich komplett zerstört und in nur 3 Jahren seine Zivilisten getötet und seine Städte niedergebrannt, wurde klar, dass wir sie stark unterschätzt hatten. Kurze Zeit später kam dieses Übel über unser Volk. Unsere Kipchak-Brüder im Osten kämpften tapfer, wurden aber mühelos besiegt und mehrere ihrer Khane wurden gefangen genommen. Die Mongolen vergruben die Kipchak-Khane lebendig unter einem Podest, auf dem der mongolische Kommandant Subutai Bahadur saß und seinen Sieg feierte. Die Mongolen nannten es einen ehrenvollen Tod, der Adel und Königshaus vorbehalten war. Ich glaube, sie sind böse Dämonen, die uns quälen sollen. Nur der westliche Teil unseres einst mächtigen Staatenbundes verbleibt. Das große Kumanien ist nur noch ein Schatten seiner selbst. Doch Kotjan, eine unserer Khane, erkennt die drohende Gefahr und ruft alle Stämme zusammen, um sie für den Kampf gegen die Eindringlinge zu vereinen. Also müssen wir gegen Khan kämpfen. Er hat seinen Stolz hinuntergeschluckt, sich an unsere Feinde, die Rus, gewendet und bittet sie, sich dem Kampf anzuschließen. Sie mögen uns feindlich gesinnt sein, doch wir haben keine andere Wahl. Die Mongolen werden dieses Land geißeln und jeden versklaven. Lasst uns hoffen, dass die Rus-Fürsten das auch erkennen, bevor es zu spät ist. Und da kann ich mir vorstellen, dass genau die das jetzt ausnutzen werden. Die fallen es bestimmt noch wieder in den Rücken. Hauptziel, nur Kotjan Khan kann Truppen ausheben. Sie verlieren, wenn er stirbt. Mächtiger Khan, ich konnte die Anführer der Kumanen und Rusfürsten nicht überzeugen, gegen die Mongolen zu kämpfen. Ihr werdet sie persönlich treffen müssen. Oh, shit. Okay. Ich darf irgendwie Leute aus? Nee, darf ich nicht. So, gehen wir erstmal hier hin. Die sind verbündet. Schade, unser Speer hat es nicht geschafft. Dann müssen wir wirklich persönlich dabei vorbeilaufen. So, was haben wir denn hier? Das ist alles verbündet? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Da muss doch irgendwas sein. Wir werden den Dnieper rot färben mit dem Blut der tatarischen und mongolischen Reiter. So, das sieht aus wie ein Hinterhalt. Kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Kotjan muss über die 1 von 9 Stämme besuchen sie beide Russ-Fürstentümer. Okay, bleibt einfach mal stehen.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wir reiten für Kormanien. Unsere Armee wächst, das ist schon mal schön. Schafe? Dann gebe mir diese Frau. Ich brauche ein Dorf. Ich will Dörfer bauen. So viele Stämme wurden bereits durch die Eindringlinge besiegt. Möge der Himmelsgott in der bevorstehenden Schlacht auf unserer Seite sein. So, zum Glück finden die auch im Dunkeln ihren Weg. So. Das waren jetzt ja nicht so viele. Ich habe eigentlich befürchtet, dass wir hier. Nein, hier irgendwo. Auf Widerstand treffen, aber. Nö, die haben sich. Dorfbewohner? Die Mongolen haben einen unserer Fürsten als Geisel genommen. Rettet ihn und wir werden uns eurem Krieg anschließen. Okay. Gehen wir erstmal da runter. Dann kriegen wir endlich einen Dorfbewohner, das wäre super geil. So, was ist das hier? Verbündet. Aha. Den müssen wir befreien. Oh. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. So, erstmal noch ein paar Verstärkungstruppen besorgen. Ich bin alt. Aber immer noch stark genug für einen letzten Kampf. Cooles Bild mit den drei Pfeilen. So, möchte ich jetzt hier hinreisen? Ne, wir werden das hier angreifen. Oh, Mönche, ernsthaft? Da muss ich mich da durchprügeln. Das kann was werden. Kotjan Khan, der sieht aus wie irgendwie, keine Ahnung. So, zerstören wir kurz diese Sachen. Ist zwar blöd, dass sie uns jetzt aufhalten. Und schaden, aber naja, fallen relativ schnell. Ernsthaft, Wolf? Du greifst eine ganze gegnerische Gruppe an. Okay. Gegen Genghis Khan zu kämpfen könnte spannend werden. Möchte ich es mal nennen. Ja, die habe ich ja auch. Bogenschützen. So, schießt ihn weg. So, einmal hier lang. Ah, jetzt bekehrt er meine ganzen Leute hier. Was soll denn der Mist? Ich dürfte sie auch gerne töten, so ist es nicht. So, rein da. Mach den Abblatt. Mit euch als Retter hätte ich am wenigsten gerechnet. Mein Vater ist ein wichtiger Mann. Befreit mich und mein Volk wird in eurer Schuld stehen. Machen wir. Ich glaube immer noch, dass du uns verraten wirst. Hallo? Du bist doch jetzt befreit, oder nicht? Ah, er weiß nicht, wohin er laufen soll. So, gehen wir wieder raus hier. So, reitet er jetzt alleine oder reitet er? Gehen wir dahin. Er reitet auf jeden Fall alleine. Hat sich bloß, ob er den richtigen Weg nimmt. Ist dein Ernst? Warum reitet er woanders lang als meine Leute?
Ahahaha, von wegen. Wieder abfangen wollen, ich sehe das schon. Na toll. Dahin. So, dann kriegen wir unser erstes Dorf, das ist doch schon mal schön. Wenn wir jetzt noch die anderen hier besuchen können. So, wir hoffen, dass die uns jetzt nicht in den Rücken fallen. Na komm, wir haben den Fürsten gerettet. Zwei? Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein soll. 2+2 von 2+2. Hä? Ihr habt unseren Fürsten gerettet. Wir stehen tief in eurer Schuld. Wir werden bei unserem Verbündeten Kiew ein gutes Wort für euch einlegen. Ich krieg nur ein paar Einheiten. Ernsthaft? Ich dachte, ich kriege jetzt endlich hier die Dorfbewohner und sowas. Oh, shit. Da, Dorfbewohner. Überall Dorfbewohner. Und ich kriege keinen davon. Ah. Diese Heinis sind doch echt räudig. Ihr habt den Segen des Fürsten? Oh, also ja. Gut, bringt eure Krieger zu mir. Dann werde ich sie heilen. Oh, das ist nice. Das sollten wir uns merken. Wo wollt ihr hin? So, wir müssen hier, da. Ich werde den hier abrahmen. Da. Dann werden wir hier runterreiten und so. Also einen kleinen Bogen hier fahren. Dann hoffe ich, dass es funktioniert so. So. Halt die letzten Krieger. Also hat sich gelohnt, den zu befreien. Allein schon. Ne. Okay, es sind geil. Schön. Da rein. Wo wollt ihr hin? Warum wollt ihr da lang? Ach, ich komme hier nicht direkt rüber? Schade. Gut, dann erstmal darüber. Sieht aber auch verbündet aus, ja. Hier. Hallo? Was haben wir denn hier noch? Na, ist egal, komm. Reiten wir erstmal genau die Sachen ab. Vielleicht möchten wir noch einen zweiten Khan. 8 von 9 Stämme besucht. Ja, wir haben aber mehr Stämme. Oh, guck mal, die haben sogar richtige Welle und alles. Schön. Mongolische Späher greifen unsere Leute an. Sie haben eine wichtige Nachschublinie in den Norden blockiert. Beseitigt die Blockade. Dann unterhalten wir uns. Okay, machen wir. So, und hier sind noch mehr, die wir befreien können. So, wir stellen uns erstmal dahin, damit er noch ein bisschen geheilt wird. Jede Heilung, oder kein, je weniger Verluste wir haben, desto besser. Überzeugen Sie die Russ davon, sich ihnen anzuschließen. Zerstören Sie den mongolischen Turm im Norden. Kriegen wir hin. So, halten wir unsere Leute. Irgendwie fehlen mir ein paar Sounds, aber okay. So, jetzt zerstören wir den Turm nochmal und dann, ja, werden wir ein paar Sachen auch beenden. So, dann schließt die sich uns auch an. Was passiert aber hier mit dem Rest? Ist ja auch noch alles feindlich besetzt. Ja, cool, dass sie manchmal immer ihre Aufstellungen so ändern. Manchmal länglich, dann wieder quer, aber wegen so einem Busch. Ernsthaft? Tja. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. So, wir haben wieder einen verloren. So. Machen wir den Turm kaputt. So, wenn der Schrott ist, ohne hoffentlich Verluste, dann werden wir unsere Leute wieder heilen. So sinnlos, wenn das wenigstens dicht wäre oder so. Wir Aber das werden ist ja unser nicht mal. Versprechen halten. Unsere Soldaten kämpfen an der Seite der Kumanen. Zumindest vier. Vorerst. Vier. Aha. Das ist ja
großzügig von ihm. Wir haben so viele Männer für unsere Armee zusammengerufen, wie wir konnten. Jetzt müssen wir das Lager vernichten, von wo aus die mongolische Vorhut operiert. Ja, okay. Ihr armseligen Nomaden wisst nichts über Belagerungen. Glücklicherweise haben unsere Ingenieure Rammen gebaut, mit denen wir die Befestigungen der Feinde zerschmettern können. Oh, wie gerne würde ich diesen arroganten Ruß ihre kleinen Hälse umdrehen. Okay. So, die haben wir bekommen. Ihr schließt euch mal den da an. Ups, jetzt habe ich mich verklickt. So. Ihr seid Team 1, 43 Leute. So, ihr sammelt euch da, ihr seid geheilt, perfekt. So, dann beenden wir aber erstmal hier den Part. Wir können mit den Leuten hoffentlich die Burg einnehmen und zerstören, aber erstmal werden wir hier ein paar weitere Punkte ablaufen. Gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.